Hallihallöchen, ich bin auch mal wieder da. Ist das nicht klasse? So. Wir waren bei der zweiten Standarte. Na? Genau, zweite Standarte. Und da habe ich mir jetzt mal überlegt, gehen wir doch einfach mal ins Kloster. Wobei, das hatte ich schon mal. Also, ich muss euch mal was erklären. Ups. ja. Ich habe nämlich schon mal das ganze Ende schon mal aufgenommen. Und leider habe ich mal wieder total verkackt. Und nur meine Stimme aufgenommen. Ja. Deswegen... Deswegen darf ich das jetzt ab dieser Stelle nochmal neu machen. Da das aber schon etwas her ist, könnte es auch sein, dass ich es jetzt nicht hinbekomme. Wobei, das werdet ihr dann sehen. Also wo ich jetzt nochmal hier genau hin muss, wüsste ich vielleicht jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, das erste war das Kloster. Ah ja, da brauchen wir jetzt einen Schlüssel. Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal zu den Räubern. Ah ja. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu leise. Aber das wird schon passen. Gut. Dann reden wir mal mit der Hauptmannsfrau. Eine wunderbare Überraschung. Ich glaubte, dich niemals wiederzusehen. Ich habe etwas gefunden, was dir vielleicht nützlich sein könnte. Es ist ein zweites Exemplar des Schlüssels, der die große Pforte des Klosters öffnet. Seit sie als Eremiten leben, sammeln die Schreibermönche keine Reichtümer mehr. Und das ist keine schlechte Sache, was uns Räuber angeht zumindest. Jedenfalls, hier ist der Schlüssel. Vielleicht findest du dort etwas Interessantes. Ich weiß, dass der König immer seine Standarte dort lässt. Gut, leb wohl. Das kann ich gebrauchen. Durchaus. Gut, dann holen wir den gleich mal. So, und jetzt wieder ins Kloster. Ach ne, speichern brauchen wir es nicht.
finde es auch eigentlich recht gut, dass ich die erste auf einmal verkackt habe. Weil da bin ich ziemlich umgeeiert. Weil ich da nämlich noch gesucht habe. Und das wollte ich ja nicht, eigentlich. Gut, dann... Oh Gott, da war noch einer. Ich habe ihn gehört. Ja, ja. Oh, Scheiße. Gegen zwei Wutschlag gleichzeitig. Uiuiui. Ich nehme jetzt lieber mal so einen Trank. Sonst vergesse ich es nachher wieder. So. Na was. Gut, dann speichern wir mal. Ja. Zum Beispiel da oben bin ich hingegangen. Gibt's leider nichts. So, die Musik lässt es ja an. Hier geht's zur Sache. Und da hängt sie. Wow, wow, wow. Oh. Bam. Gut, das war die zweite, ja. Jetzt ist noch die Frage, wo nochmal die dritte war. Naja, werde ich sehen. Achso, natürlich, ich gehe mal in die andere Richtung wieder raus. So, ein Kräuterli. Kommt jetzt schieße ich ab. Bäm! 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 Och man. Weicht ja aus. Ist ja unmöglich. Och. Ja. Mit einem Schlag.
Moment, geht's hier zur Stadt? Naja, werde ich sehen. Ich denke schon, ja. So, ich glaube nämlich beim dritten muss ich genauso wieder zum Räuber. Zu den Räubern. Naja. Ich weiß was, was ihr nicht weiß. Mist. Oh Gott, was ist heute los? Merk schon, ich hab das lange nicht mehr gemacht. Wir schmieden das Beste für die Besten. So, dann. So. Ja. Derzeit wollen wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Ja, nee, da. Scheiße. Ja, genau, wir sind sogar richtig. Okay. Ja, ich gehe da mal einfach mal zu der Tür. Naja, ihr Geister. Mit euch gebe ich mich nicht ab. Diese Viecher. Lächerlich. Da geiern sie schon wieder alle. So. Was habt ihr nur davon? Gut. Naja. Gucken wir hier noch ein bisschen rum. Okay, das gilt also noch. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Und hier wird die Kombination nochmal. Gut. Pilz. Pfote. Ah. Pilz. Das
Frosch, Pfote, Pilz. Ding, ding. So. Wunderbar. Na hopp. Ach doch nicht. Ich kann nicht rüber. Na bitte. So. Ja, dann muss ich mal ein bisschen suchen. Ja, da oben die Kiste, da ist bestimmt voll das tolle Ding drin. Ja, habe ich am Anfang einen Fehler gemacht.